wirklich ein sehr schönes Publikum. Wirklich. Also man sieht euch nicht. Ihr seid ein echtes Sitcom-Publikum. Wunderschönen Abend. Habt ihr auch Bock? Ja, oder? So? Ja. Ah. Macht mal Woo, wenn ihr Bock habt. Ah, toll. Ich habe auch was mitgebracht für euch. Tatsache, ich studiere nämlich. Ja, ich habe meinen Job gekündigt, einfach wieder angefangen zu studieren. Und ich studiere nachhaltiges Ressourcenmanagement. Ich mag, die Reaktionen sind so gemischt. Einen lachen, die anderen verstehen nichts. Geht so ähnlich wie meiner Oma. Ja, meine Oma sagt einfach liebevoll anderen Leuten, Jana, die studiert bei der Müllabfuhr. Ah, ja. Es ist in etwa so zutreffend, als würde ich Informatik studieren. Ja? Und Oma erzählt, Jana, die studiert Internets. Ja? Oder als ob ich Botanik studieren würde und Oma sagt, Jana, die studiert Hasch. Nee, ich studiere nachhaltiges Ressourcenmanagement. Das ist nicht bei der Müllabfuhr. Wirklich, Oma, muss es sein? Sagst du, ich studiere bei der Müllabfuhr? Du warst früher in der Personalabteilung. Mhm. Oder wie ich liebevoll sage, Oma war bei der Stasi. Oma hat nicht ganz Unrecht. Ich will ihr nicht ganz Unrecht tun. Sie hat insofern recht, ja, ich liebe Müll. Ja, es ist um mich geschehen. Ich liebe Müll. Müll ist der Rohstoff der Zukunft. Vergesst Kinder. Guckt einfach in die gelbe Tonne. Ich liebe Müll. Müll zu lieben ist auch ein absoluter Vorteil auf dem Berliner Datingmarkt. Wirklich, Hackboys, Fuckboys, Trashboys, ich liebe sie alle. Mm. Nur nicht zu lange auf dem Datingmarkt Berlins bleiben. Sonst fühlst du dich wie Müll. Obacht. Das ist nur für Oscar aus der Tonne cool. Ja, nee, also ich frage mich auch manchmal, wann ist das passiert? Wann ist diese Müllliebe so entstanden? Ich glaube, es ist passiert, als ich mich in den Müllmann verguckt habe. Ja, einer von der BSR. Ja. Habt ihr schon mal einen Müllmann gedatet? Irgendwer? Ich kann es nur empfehlen. Es ist fantastisch. Sex in Uniform. Dreckig. Orange is the new black. Gut, beim Sex möchte ich euch vorwarnen, der ist verdammt früh. Da müsst ihr euch dran gewöhnen, aber der scheppert. Müllmann-Daten macht schon sehr viel Spaß. Also einen von der BSR. Ich kann seitdem auch sehr, sehr gut Müll trennen. Das ist ein positiver Teil noch aus dieser Zeit. Wirklich, so wie so ein Joghurtbecher. Nee, der Aludeckel, der gehört jetzt nicht mehr zu dir. Du gehörst dahin, ihr gehört getrennt. So wie Mama und Papa. Der Müllmann konnte sich leider auch sehr gut von mir trennen. Das war dann irgendwann ein bisschen schade. Also, nee, ich studiere nicht bei der Müllabfuhr. Ich löse jetzt mal auf, nachhaltiges Ressourcenmanagement. Das ist sowas mit Klima, mit Wald, mit... Ist komplex, ne? Ich verliere euch, ne? Ja, merke ich selber. Bei der Müllabfuhr. Bleiben wir dabei. Also, stellt euch vor, ich studiere bei der Müllabfuhr. Ich studiere den Weltuntergang. Karten auf dem Tisch. Ja, das ist ein Studium mit Jobgarantie. Ja, wirklich. Das ist so richtig zukunftsorientiert. Und das Ende der Welt. So, zeitgleich. Ah. Ja, das ist... aufregend, mein Studium, sage ich mal so. Und das Komische ist, genau an der Stelle kippt die Stimmung. Wirklich, so, du kommst in den Raum wie so ein Dementor. Oh, da ist jemand was mit Nachhaltigkeit. Wie bei Harry Potter, so die Stimmung friert komplett ein. So ein Dementor in Grün betritt den Raum. Das bin dann ich. Andere studieren einen Bachelor of Arts, einen Master of Science. Ich studiere einen Master of Depression. Wir sind gefickt, also. Oh, wirklich. Leute kommen dann so auch zu mir und fragen, hey, wie steht's um den Planeten? Sind wir wirklich so am Arsch? Ja. Ja. Was willst du dann noch sagen? Ja, das ist aber dann auch so, dass Leute zu mir kommen und so ihr schlechtes Gewissen, die müssen eben so Raum geben. Ne? Und die belasten mich dann mit ihren Problemen. Als hätte ich nicht selber welche. Nee, die belasten mich dann so und sind so richtig, Jana, ich habe letzte Woche Fleisch gegessen. Okay, hat's geschmeckt, Tobias? Like 10 Bilder von Greta Thunberg.
dir sei vergeben. Oder eine andere Freundin kommt zu mir und ist so, oh Jana, wirklich, es tut mir leid, aber ich fahre so gerne SUV. Das macht richtig viel Spaß. Okay, sammeln ein bisschen Müll. Wird schon okay sein, oder? Ja. Und eine andere Freundin kommt zu mir und sagt so, Jana, ich mache jetzt Urlaub auf den Malediven. Die stehen noch? Nimm mich mit. Ich wollte schon immer mal schnorcheln. In dem toten Korallenriff. Sie hat mich nicht mitgenommen. Es ist auch so, wenn das auf einer Party passiert, ich finde diese Situation so unangenehm, weil was soll ich tun, Mann? Ich weiß genauso wenig wie ihr. Also, ich bin einfach nur traurig. Trauriger als ihr. Und dann verkrümel ich mich einfach in so eine Ecke, wo ich so ein bisschen wieder Kraft sammeln kann und mich wohlfühlen kann. Also, ich stehe dann beim Pfand und sortiere den schon mal so ein bisschen. So meditativ. Ja. So die Kästen, wieder so, dass die so ganze Kästen sind. Ne? So Sterni zu Sterni. Dann kann die Brauerei das wieder annehmen. So Sterni zu Sterni. So Becks zu Becks. Krombacher. Wer hat denn Pisse mitgebracht? Es kommt direkt in den Müll. Mittlerweile werde ich zu Partys nicht mehr eingeladen. Das ist die Konsequenz. Also so ganz stimmt's nicht. Ich werde schon noch eingeladen am Tag danach. Zum Aufräumen. Jana, das ist die mit dem Abfallkonzept. Die kommt morgens. Ah, ganz ehrlich, morgens um 11 kann ich auch gut Bier trinken. Stört mich jetzt nicht. Alleine auf der Tanzfläche ist auch fantastisch. Kann ich meine Musik bestimmen? Die Meeresspiegel steigen, doch der Beat droppt. Ich find's super. Ne? Und meine Freunde, die sind alle noch sowieso verstrahlte Teletubbies, komplett besoffen und auf alle möglichen, was ihr euch ausdenken könnt. Ich will sie schützen an der Stelle. Ja, wirklich. Und ich bin dann so wie dieser kleine Staubsauger Nono von Teletubbies. Kleiner Kronkorken. Bin ich richtig glücklich. Ja, werde ich nicht mehr zu Partys eingeladen? Ja, manchmal schon. Aber ganz ehrlich, gehe ich nicht mehr hin. Ja, ich warte einfach nur noch auf den Untergang. Und deswegen möchte ich euch sagen, Nachhaltigkeit, es macht einsam. Ja, es macht einsam. Aber wir haben trotzdem einen Vorteil. Wirklich, weil Demonstrationen eignen sich perfekt fürs Dating. Als Öko musst du gucken, wo du bleibst. Ja? Als Öko, da musst du gucken, wo du bleibst, wie du unter die Leute kommst, dass du noch gesellschaftsfähig bleibst, ne? Offensichtlich. Und deswegen sage ich euch einfach mal von Herzen den Tipp, geht auf eine Demo zum Dating. Es ist fantastisch. Wenn du dich vorher mit einem Date vereinbart hast, ne, da hast du direkt einen Treffpunkt, bist draußen und du hast eine gute Exit-Strategie, falls der Typ scheiße ist. Wirklich, du kommst da hin und dann, sonst mischst du dich einfach unter die Leute, wenn er direkt so, oh Gott, nee, FDPler, oh. Aber wenn er schon halbwegs geht, ne, dann trifft man sich schön und wenn du merkst, ach, der redet echt Unsinn, ey, oh, kein Problem, dann ist es auf jeden Fall schon mal keine Zeitverschwendung, sondern Aktivismus. Und dann mein Tipp an euch, einfach diese eine Frau suchen, die so mit so einem Topfdeckel bewaffnet auf der Demo ist. Und die so einen Topfdeckel in der Hand hat und da so vehement gegen das System drauf einhämmert. Einfach diese eine Frau suchen, neben sie stellen, dann hörst du den nicht mehr. Ja, super. Und wenn die ein bisschen müde wird, ne, wenn die glaubt, ach, das System, das ist jetzt schon durch, ne, einfach den Topfdeckel übernehmen, sich vorstellen, es wäre sein Kopf. Und dann hörst du den FDP da nicht mehr reden. Nee, weil bei den Ökos, wir sind keine einheitliche Masse. Ne? Wir sind alle ein bisschen unterschiedlich. So, die einen lieben Greta Thunberg, die anderen Müll. Das ist, wir sind nicht so ganz homogen und wirklich Tindern in der Öko-Bubble, schwierig. Ich hatte ein Match mit einem Typen, so ein kleiner Earth-Lover, so hat er sich genannt. Dachte ich, ja, da viben wir schon mal. Lukas, der Earth-Lover, haben gut geschrieben, ne? Haben uns auf einer Demo leider nicht getroffen, das wäre besser gewesen, haben uns getroffen und dann kommt er an, barfuß. Das ist die andere Kategorie Öko. Das ist nicht meine Kategorie. Wirklich,
barfuß durch Neukölln. Bei 8 Grad Außentemperatur. Wem soll das helfen? Der Umwelt? Ja, und Lukas sagt so, oh Jana, siehst du, wie erdverbunden ich bin? Leider ja. Aber Jana, ich spüre den Boden unter mir. Der Typ spürt gar nichts mehr. Lukas, in deinem Fuß steckt eine Scherbe. Ja, gut, aber der war eigentlich ganz nett, der Lukas. Und auch so auf Augenhöhe, da sieht man ja nicht, was da unten passiert. Ne? Kann man ja drüber hinwegsehen, über die Füße. Aber wir waren da auf Tinder. Ich habe mich gefragt, wo will der hin mit seinen panierten Füßen? Will der in meine Wohnung? Gut, ja, ich habe das durchgespielt, wir haben uns nett unterhalten, sind wieder in meine Wohnung gegangen, habe ich kein Problem mit. Wirklich ganz ehrlich, ich habe eine Fußmatte. Nee, Lukas, komm rein. Nee, lass an. Nee, gar kein Problem. Gar kein Problem. Nee, ich wisch einfach nach dir. Ja. Aber wie leitest du dann den Sex ein? So, wann ist so die Stellschraube, wo du denkst, hey, jetzt wollen wir mal ernst werden. Jetzt haben wir hier noch die Umwelt gerettet. Jetzt wird mal gebumst fürs Klima. Ja? So, mache ich jetzt ein Fußbad? So, als kleines Zeichen für uns. So eine rituelle Fußwaschung. Nee, weil ich habe da auch jetzt wirklich keine Lust auf so Neukölln in meinem Spannbettlaken. Ja, wirklich. Hab dann noch mal ein bisschen drüber nachgedacht und ja, ich glaube, Sex mit Socken. Ja, es ist unter Ökos ein Ding. Ich bin jetzt, wenn ich jetzt auf ein Date gehe mit einem Öko, bin ich jetzt präpariert. Ich habe nicht nur vegane Kondome dabei, sondern auch noch ein paar Tennissocken. Jetzt kann mich nichts mehr schocken. Deswegen sind Demo-Dates besser. Also wenn ich den Tipp nochmal mitgeben kann, Demo-Dates sind wirklich besser bis draußen, alles super. Und die Männer haben ja dann auch noch Schilder dabei, machen auch noch Werbung. Hm? Kannst direkt sehen, gut, der hat Schuhe an. Der ist eine Runde weiter. Schild in der Hand, lesen und schreiben kann er auch. Top. Die Ansprüche sinken mit der Zeit. Und dann kannst du ja noch gucken, was willst du dir holen? Ne? So eine feministische Parole. Ja. Oder so hopp, 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 Kohlestopp. Der hat Rhythmus, Leute. Das ist meiner. Dem laufe ich jetzt 1,5 Stunden hinterher. Und hoffe, der hat Tinder. Ja, wirklich, Demo ist auch der einzige Ort, wo du mit dem Schild sein kannst, oder? So wirklich einfach so casual beim Italiener. Hallo. Ja, hi. Ja, cool, du hast auch ein Schild. Ja, cool. Hallo. Ja. Hier, cheers. Andere sagen Antikohle. Ich sage Antipasti. Kurze letzte Frage. Haben wir Studenten heute hier? Macht mal Applaus, wenn ihr studiert. Pandemiestudium, hört man. Ja, hier verzweifelte Gesichter, hier brennt manche in Tränen aus. So, man studiert immer noch, ja. Ich finde es aber eigentlich cool, die Unis haben jetzt auch wieder auf. Also für alle, die nicht studieren, wir sind jetzt auch zurück aus dem Homeoffice. Wir sind jetzt auch wieder da. Ich finde jetzt nur schwierig, ja, wir hatten so 3 Semester, genau immer da Vorlesungen, so im Bett und am Schreibtisch. Also genau da, wo man normalerweise masturbiert. Und ich hatte ein bisschen Angst, so der erste Tag wieder in der Uni, wie ist das? So die Verbindung im Kopf. Vorlesung, masturbieren, Vorlesung. So. Ich habe auch so gedacht, brauche ich jetzt eine Zoom-Session, um heiß zu werden? Wie ist das? Ne? Wie so der Sprung von Zoom zu Pornhub, verdammt kurz. Verdammt kurz. Und ich hatte so Angst, ne, das erste Mal wieder in der Uni sitzen. Ne, ich komme da hin. 3. Reihe. Boah. Die sind ja alle echt. Hätten auch alle Sexbots sein können. Sorry, also. Wirklich. War kein Problem. Also, es war ein bisschen komisch, weil ich habe dann irgendwann gemerkt: Ah, scheiße, ich kann den davon ja gar nicht muten. Ah, das hat die Libido direkt gekillt. Aber ich war froh, ich hatte meinen Laptop mit. Da
da war der Übergang zum Online-Semester, zum Offline-Semester wieder etwas kürzer. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Mein Name ist Jana Jansen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß noch. Tschüss!